Deutschland ist ein besetztes Land und wir werden deswegen immer tiefer in den Krieg der NATO gegen Russland hineingezogen. Gestern wurde in Rostock eine NATO-Einsatzzentrale für die Marine der verbündeten Westblockstaaten in der Ostsee eingeweiht. Das ist nicht nur ein weiterer gefährlicher Schritt der Eskalation, sondern widerspricht auch dem 2+4-Vertrag, der Grundlage für die deutsche Wiedervereinigung im Jahr 1990. Über diese brisanten Aspekte in zwei Teilen werden wir heute sprechen in diesem Brennpunkt. Ja, gestern Bundesverteidigungsminister, ehrlich gesagt Bundeskriegsminister Pistorius bei der Einweihung der neuen NATO-Einsatzzentrale in Rostock für Commander Task Force Baltic, also das Kommandozentrum für die Einsatzzentrale Ostsee, kommandiert alle verbündeten Schiffe, Soldaten, zugehörige Luftwaffe im gesamten Raum Ostsee, das heißt bis an die russische Küste natürlich. Und was da kommandiert wird, ist zum Beispiel jedes Jahr das Manöver Northern Coasts. Und da haben wir einen kleinen Ausschnitt aus einem litauischen Kanal von 2014. Also so sehen die NATO-Ostsee-Manöver aus, die jetzt von Rostock aus kommandiert werden. Man sieht, da ist nicht nur Verteidigung, da wird auch Land eingenommen über Landungsoperationen von Schnellbooten. Mit mir im Studio der alte außenpolitische Fährensmann Armin Paul Hampel. Paul, wie siehst du die Lage? Du kennst die ganzen militärischen Entwicklungen wie aus dem FF. Ja, es ist ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. Wir haben das in den vergangenen Jahren erlebt. Das ist ja jetzt nur ein weiterer Schritt, immer Richtung Osten der NATO. Wir haben die Entsendung deutscher Truppen ins Baltikum, die Stationierung deutscher Truppen im Baltikum. Wir haben eine massive maritime Präsenz in der Ostsee, die es selbst in kalten Kriegszeiten in dem Umfang nicht gab. Und wir haben jetzt mit den Übungen, die gerade in diesen Tagen begonnen haben, ein Manöver, das den atomaren Einsatz trainiert. Das machen wir schon seit einigen Jahren. Zum Glück noch über der Nordsee, nicht über der Ostsee. Aber das alles sind Signale nach Russland. Die NATO spielt mit ihren Muskeln oder lässt ihre Muskeln spielen, zeigt, wir sind abwehrbereit. Wobei ich immer den Eindruck habe, dass die Reaktion des russischen Präsidenten Wladimir Putin immer eher zur Mäßigung aufruft und sagt, deeskalieren Sie mal lieber. Unabhängig jetzt von dem Konflikt in der Ukraine, das muss man auch klar sehen. Aber die Drohungen gegenüber dem Westen sind an sich immer nur Reaktionen auf das, was der Westen macht. Und das ist das Gefährliche an dieser an Drehen der Schraube der Eskalation. Und immer, wenn man die Schraube weiterdreht, wird es immer gefährlicher. Ja, und eine Umdrehung ist jetzt eben Rostock, wird zur neuen NATO-Zentrale für das ganze Ostseegebiet. Und solche NATO-Stützpunkte östlich der Elbe waren eigentlich ausgeschlossen worden. Im Vertrag zur deutschen Einheit, im sogenannten 2+4-Vertrag, hatte die Bundesregierung, damals Helmut Kohl, entsprechende Zusicherungen abgegeben. Trotzdem Rostock jetzt im Zentrum dieser Eskalation. Wir schauen mal, was es da alles gibt. Heute sind darum hier knapp 500 Arbeitsplätze erhalten geblieben. Die Bundeswehr beschäftigt aber tausende Menschen in der Gegend. Zum Beispiel direkt gegenüber vom Marinearsenal beim Korvettengeschwader. 5 Schiffe sind hier stationiert, 10 sollen es werden. Ein paar Kilometer entfernt der Flughafen Rostock-Lage. Hier werden alle Eurofighter-Piloten der Bundeswehr ausgebildet. Dazu ist seit einiger Zeit eine sogenannte Alarmrotte der Luftwaffe hier stationiert. Voll bewaffnete Kampfjets, die innerhalb von 10 Minuten nach Alarmierung in der Luft sind. Östlich von Rostock gibt es 2 Raketenabwehrstützpunkte mit Patriot-Systemen. Und
Mitten in der Stadt der Neubau des Marinekommandos. Von hier aus werden alle deutschen Seestreitkräfte weltweit befehligt. Ja, nochmal die Frage an Michael Schmidt. Wir haben es gerade schon vorhin angesprochen, die Angst, Zielscheibe zu werden. Wie erlebst du das in der Region? Ich glaube, die Angst ist berechtigt. Der Kollege David Pilgrim hat ja eben aufgezählt, was es an Militärstandorten hier in Rostock gibt, und machen wir uns nichts vor. Die Amerikaner haben gesagt, Pentagon in Zeiten des Kalten Krieges war Point Zero, da schlägt die erste Rakete der Sowjets ein. Point Zero ist möglicherweise hier auch in Rostock, was die Seestreitkräfte der Bundesrepublik angeht. Ja, und Jürgen, wir haben es gesehen, also das ist ja ein Wachstum, was in Rostock da stattfindet, an militärischer Kompetenz. Früher war Rostock eher bekannt, dass es ein notleidender ziviler Hafen war. Und Kreuzfahrt. Und Kreuzfahrtwerften waren da, aber die nach der Wende natürlich alle drastisch reduziert und verkleinert wurden. Teilweise sind sie pleite gegangen. Und jetzt plötzlich haben wir den Marinestützpunkt, ein Baltic Sea Command in Rostock. Das ist schon ein Aufrüsten und ein Upgrading der Region, die meines Erachtens eins zeigt. Jetzt haben wir noch die Schweden in der NATO im Boot. Die Ostsee ist mit Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland ein NATO-Meer geworden, was es vorher in der Form nicht war. Vorher ist man friedlicher miteinander umgegangen. Auch das wieder verlegt die Konfrontationslinien vom Land auf See. Das ist immer was Gott. Ja, ich habe vorhin gesagt, Deutschland als besetztes Land. Tatsächlich, die amerikanischen Truppen sind noch immer hier. Die Russen sind abgezogen, die Rote Armee 1994, aber von den Amerikanern haben wir immer noch 35.000 Soldaten in der Bundesrepublik. Und wir schauen mal auf die Karte. Man sieht die Stützpunkte verteilt, vor allem in Süddeutschland und Südwestdeutschland. Und man sieht auf der Karte auch, der Osten ist völlig frei von amerikanischen oder NATO-Stützpunkten. Das hat sich mit dem gestrigen Montag eben geändert. Rostock gehört jetzt zu diesen wichtigen Stützpunkten. Und wir müssen uns mal die ganze Reihe anschauen. Ich wollte nur die wichtigsten nennen. Wir haben ganz links Spang-Dahlem. Das ist in NRW der Stützpunkt für die Flugzeuge, also für die Kampfjets. Dann daneben Ramstein, der sozusagen fest angebundene territoriale Flugzeugträger der US Army. Über den laufen alle Nachschublieferungen, zum Beispiel in die Ukraine. Dann haben wir Wiesbaden, wo die Einsatzzentrale der NATO für die Ukraine errichtet wurde und wo mit 2026 der Stationierung von Hyperschallraketen, Mittelstreckenraketen gerechnet werden muss. Dazu kommt Stuttgart mit dem europäischen Oberkommando der USA und dem Afrika-Kommando. Grafenwöhr in Bayern ist der größte US-Truppenstützpunkt, wahrscheinlich in ganz Mittel- und Westeuropa. Und jetzt eben kommt Rostock dazu. Also wir haben hier wirklich überall potenzielle Ziele, die im Ernstfall die Russen zu einer Gegenreaktion, zu einem Gegenschlag herausfordern könnten, mit allen Konsequenzen für uns, die Deutschen, die Zivilbevölkerung. Ja, du erwähnst das immer, wir sind ein besetztes Land. Da sind wir an sich nicht immer einer Meinung, weil ich der Meinung bin, wenn wir wollten, bräuchten wir das nicht zu sein. Es liegt nur an uns, auch den Amerikanern in Verhandlungen zu sagen, wir haben eine andere Situation in Europa, wir wollen uns mehr mit unserem europäischen Problem beschäftigen, so wie die Amerikaner sich übrigens mit der Pazifikproblematik in den letzten Jahren viel mehr auseinandersetzen. Das wäre möglich, aber wir machen es nicht. Das ist das eine. Das andere, du hast das völlig richtig erwähnt, die Anzahl der Stationierung der US-Truppen in Deutschland ist nirgendwo so groß wie bei uns. In keinem anderen NATO-Land ist das in der Größenordnung der Fall. Es ist damit gefährlich und vor allen Dingen, wir haben ja in Büchel, das war jetzt nicht auf der Karte, das ist einer der ganz wichtigen Standorte, wo nämlich US-Atomwaffen gelagert werden. Und die deutsche Bundeswehr, die Luftwaffe, übt
genau den Einsatz von Atomwaffen mit dem Tornado bis jetzt. Demnächst wollen wir F-35 kaufen, ab 2026, glaube ich, sollen die zugeliefert werden, also US-Flugzeuge. Und damit übt die Bundeswehr dann mit dem modernsten Gerät den nuklearen Einsatz. All das sind Dinge, die wir jetzt forciert im Grunde genommen nach vorne schieben. Wir haben uns früher immer über die konventionellen Konflikte unterhalten. Wir haben an sich auch immer nur konventionell geübt und hatten so die Atomkeule quasi als Droh-Equipment im Rucksack. Aber es wurde nicht so nach vorne geschoben. Jetzt reden wir nur noch über atomare Bedrohung. Und du hast es selber gesagt, die Entscheidung, weitere US-Raketen in Deutschland zu stationieren, riskiert, die USA riskieren nichts damit. Das Risiko ist für uns so groß, für Deutschland. Und das ist das eine. Und das andere, was mich immer wundert, ist, wir hatten ja schon mal die Situation, nämlich, dass wir zu Zeiten des Kalten Krieges, als die Russen mit der SS-20 in der DDR warteten, haben wir den NATO-Doppelbeschluss durchgezogen, gegen den Widerstand vieler Parteien. Der eins besagte, deswegen Doppelbeschluss, entweder ihr rüstet da hinten wieder ab oder wir rüsten auf. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten nicht ein einziges Mal auch nur den Vorschlag aus irgendeiner Partei gehört, dass wir einen Doppelbeschluss anstreben sollten, wenn man sich denn überhaupt bedroht fühlt. Übrigens etwas, was auch der frühere Generalinspekteur General Kujat mehrfach erwähnt hat. Einerseits zu sagen, wir fühlen uns bedroht, andererseits zu sagen, wie können wir deeskalieren, also ein Doppelbeschluss, wenn ihr das macht, lassen wir das sein. Und da braucht es keine Raketen auf deutschem Grund. Und auch keine, schon gar keine Atomraketen. Also es ist gut, dass du das ansprichst, den Doppelbeschluss der NATO von 1979. Jawohl. Hängt jetzt mit dem Thema zusammen, was du angeschnitten hast, Deutschland als besetztes Land. Natürlich hast du völkerrechtlich gesehen recht. Es gibt keinen Vertrag, der die BRD bindet. Völlig richtig. Denn alle Verträge, die Bindewirkung entfalten sollen, müssen bei der UNO hinterlegt werden. Mhm. Mögliche Geheimverträge, Kanzlerakte und ähnliche Dinge mag es geben, aber sind nicht bei der UNO hinterlegt, haben deswegen keine völkerrechtliche Bindewirkung. Aber man sieht an dem Beispiel 1979, damals noch Kanzler Helmut Schmidt, richtig. Es wurde noch mehr Spielraum genutzt. Und die Spielräume nach der Wiedervereinigung, die uns eigentlich die Souveränität hätte bringen sollen, ja, sind enger geworden und nicht weiter. Und jetzt die neuen Mittelstreckenraketen, die ab 2026 kommen sollen. Im Unterschied zu damals gibt es keinen NATO-Beschluss. Mhm. Im Unterschied zu damals gab es nur eine nachträgliche Bundestagdebatte, jetzt vor einigen Tagen. Ja. Und Kanzler Scholz hat der Sache einfach in den USA zugestimmt, ohne dass irgendein Gremium vorher getagt hätte. Völlig richtig. Und das zeigt im Grunde genommen eine Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren inzwischen jetzt haben, dass nämlich im Gegensatz zu den Zeiten Wiedervereinigung Deutschland 1990 zu heute nicht nur Deutschland, auch die anderen kontinentaleuropäischen Länder in einer Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten sind, wie wir sie vielleicht nach dem Zweiten Weltkrieg für 15 Jahre hatten. Aber in den 70er, 80er und 90er Jahren war eine solche Abhängigkeit wie heute nicht der Fall. Und du hast es angesprochen, da geht ein deutscher Bundeskanzler nach Washington. Ich muss mal sich mal vorstellen, wir haben damals gegen die Leute, 350.000 Menschen haben im Bonner Hofgarten demonstriert. Mit Scholz. Mit Scholz und allen drum und dran. Ja. Jürgen Trittin und wie sie alle hießen, gegen den Doppelbeschluss, gegen die Nachrüstung, wie sie es ausgedrückt haben. Und wer geht heute auf die Straße? Hm. So, keiner von denen, die damals noch das Zepter geschwungen haben. Die Grünen sowieso schon nicht, die sind inzwischen Kriegspartei. Grün passt ja vielleicht dann auch zur Farbe der Bundeswehr inzwischen. Und die Sozialdemokraten auch nicht. Es ist an sich absurd, was gerade stattfindet. Ja. Wo ist die deutsche Friedensbewegung? Erstaunlicherweise, sie ist auf der rechten Seite zu finden. Wir rechnen jetzt Sarah Wagenknecht auch noch auf die rechte Seite rein. Ja. Okay, kommen wir gleich zu den sehr brisanten völkerrechtlichen Fragen. Ich habe am Anfang angedeutet, was in Rostock passiert ist, ein Bruch des 2+4 Vertrages. Und wir wollen uns mal zurückbeamen in das Jahr 1990. DDR und BRD waren noch zwei Staaten und an der Spitze der DDR stand der CDU-Mann Lothar de Maizière, und der hat den Vertrag auch unterschrieben. Also 2+4 heißt zwei deutsche Staaten und vier Siegermächte haben den Vertrag gemacht, und Lothar de Maizière hat den Vertrag sozusagen in diesen Worten begründet.
Es war mehr als die Erfüllung einer diplomatischen Pflicht. Dies war ein deutliches Zeichen dafür, dass auch für die Sowjetunion die Nachkriegsperiode beendet ist und sie im Vereinigten Deutschland einen vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für eine gesamteuropäische Zukunft sieht. Ja, ist vielleicht ganz wichtig, vielleicht nochmal in der genauen Textformulierung des Vertrages. Es sollte festgezurrt werden, dass Deutschland nie mehr eine aggressive Macht werden kann, wie man es ja vorher erlebt hatte, in den 100 Jahren vorher mehr oder weniger. Und da gibt es eben eine ganz klare Festlegung. Diese Festlegung galt sozusagen für die Bonner Republik bis 1990, sogar noch für die ersten Kohljahre. Ich erinnere mich noch, Helmut Kohl hat gesagt, es ging damals um Jugoslawien 1993, 94, 95. Helmut Kohl hat gesagt, da wo Wehrmachtssoldaten waren, sollen nie mehr deutsche Soldatenstiefel auf dem Boden einmarschieren. Ja, das war eine Kohl-Doktrin. Und hat reflektiert, was in diesem 2+4-Vertrag sozusagen drin stand. Aber das ist ja dann von den Grünen, von Joschka Fischer, schnell zunichte gemacht worden. Ja, nicht nur das, aber du hast recht, mit dem Jugoslawienkrieg fing es an. Da hat man im Grunde genommen alle Tabus ignoriert und gebrochen. Helmut Kohl, glaube ich, hat das sehr geschickt gemacht damals. So, Helmut Kohl war immer jemand, der militärische Interventionen schon mit deutscher Beteiligung schon gar nicht wollte. Und dann hat er entweder bezahlt, das war im Irakkrieg so der Fall, oder er hat eben gute Argumente vorgetragen auf dem Balkan, da soll kein deutscher Soldat mehr hin, da haben wir furchtbare Erlebnisse gehabt. Also von daher war das sehr klug von ihm, die Deutschen immer rauszuhalten. Das änderte sich, man muss dazu sagen, ehrenhalber Gerhard Schröder hat sich auch nochmal gegen die Beteiligung im Irakkrieg gewehrt, erfolgreich, aber dann ging es bergab. Und jetzt haben wir heute, beginnt mit dem Jugoslawienkrieg, haben wir im Grunde genommen eine Situation, wo deutsche Soldaten wieder überall einsetzbar sind. Wir haben es erlebt in Afghanistan, nach Jugoslawien, Afghanistan, wir haben es erlebt in Mali, wir haben es erlebt in Teilen von Afrika. Relativ kleine Kontingente, aber egal, Deutsche sind jetzt plötzlich überall einsetzbar. Das ist das eine, was wir uns fragen sollten. Der 2+4-Vertrag, das ist der viel ernsthaftere Punkt. Ich war ja damals dabei. Ich habe als Parlamentskorrespondent genau über diese Dinge reportiert und war für Außen- und Sicherheitspolitik zuständig. Ich bin selber Reserveoffizier in der Marine. Ich glaube, mir schon ein Bild davon machen zu können. Und vor allen Dingen, ich war dabei, als man damals das im Grunde genommen in Stein gemeißelt hat. Auf dem Territorium der ehemaligen DDR werden weder NATO-Truppen noch ein NATO-Kommando oder Ähnliches stationiert. Nur nationale Streitkräfte, sprich die Bundeswehr, sind erlaubt. Das hat man meines Erachtens von russischer Seite gar nicht mehr gemacht, weil man Angst hatte, Deutschland könnte wieder erstarken. Sondern man hatte damals schon eine gewisse Bedenken, dass die NATO dann ein paar hundert Kilometer weiter nach Osten rückt. Und das wollte man verhindern. Und hat es ja mit dem 2+4-Vertrag auch geschafft. Der 2+4-Vertrag ist völkerrechtlich bindend. Ich staune immer, mit welch einer Leichtigkeit das zur Seite gewischt wird. Wir haben es ja gerade vorgelesen, Artikel 5, da steht es explizit, da ist auch nicht dran zu wackeln und zu rütteln. Ich ahne, wie jetzt die deutsche Erklärung sein wird. Ja, das Kommando in Rostock steht ja unter dem Kommando eines deutschen Admirals. Der deutsche Admiral hat aber, wenn ich mich richtig erinnere, einen polnischen Stellvertreter und einen schwedischen Kameraden an der Seite. Also es ist NATO und daran gibt es auch nichts zu rütteln. Der 2+4-Vertrag ist damit gebrochen. Von deutscher Seite, die ja dafür unterschrieben hat, und die drei Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, nämlich Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten, haben das ja mit unterschrieben. Ja, und das muss man vielleicht nochmal in aller Schärfe auch den Zuschauern sagen. Es ist nicht irgendein Rüstungsvertrag, der hier gebrochen worden ist, wie was weiß ich, INF-Vertrag oder Atomtestvertrag. Da gab es ja auch immer wieder Rechtsbrüche der Amerikaner, auch der Russen. Aber 2+4 ist die Grundlage der deutschen Wiedervereinigung, wie der folgende Ausschnitt zeigt. Der 2+4-Vertrag, er war die Grundlage für die Wiedervereinigung. Und die feierten die Deutschen zum ersten Mal am 3. Oktober 1990.
Und die Frage ist jetzt, wenn seitens der NATO mit deutscher Zustimmung dieser 2+4-Vertrag suspendiert wird, entfällt dann eigentlich die völkerrechtliche Grundlage für die Wiedervereinigung und zieht das nicht dem Konstrukt Bundesrepublik Deutschland den Teppich unter den Füßen weg? Also ich glaube, das ist ein Punkt, da werden sich dann die Staatsrechtler und die Völkerrechtler streiten müssen, inwieweit ein Bruch, nein, das ist ja ein Bruch, das ist klar, der Bruch ist da damit, aber was für Folgen hat er? Und ist damit das ganze Vertragswerk obsolet oder ungültig oder rückgängig zu machen? Das ist eine Frage für Juristen. Aber natürlich ist Russland jetzt in einer Position zu sagen, ihr habt einen eklatanten Vertragsbruch begangen. Jetzt werden die Russen nicht gleich bei uns einmarschieren. Aber es ist natürlich für die deutsche Position verheerend, wenn wir eingestehen müssen, wir haben das, was wir erstrebt haben, die deutsche Einheit, mit einer solchen Entscheidung aufs Spiel gesetzt. Das ist ja das Spiel mit dem Feuer, das Gefährliche, was hier stattfindet. Ein völkerrechtlich bindender Vertrag, und man kann es ja nur immer wiederholen für die, die dabei gewesen sind, das war doch eine Riesensache, du hast ja völlig recht, das ist ja nicht dieser oder jene Reduzierungsvertrag über konventionelle oder Atomraketen und Ähnliches, was auch wichtig genug ist, sondern es war ein Riesenthema in Europa, ein Riesenthema in Deutschland, in Russland sowieso, dass wir da diesen Vertrag hinbekommen haben. Und am Anfang war ja noch die Frage, ob Deutschland neutral werden soll mit der Wiedervereinigung. Ja. Das stand zur Diskussion. Ja. So, und dann hat Helmut Kohl sehr klug genau diese Formel nämlich gefunden, dass er sagte, also jedes Land soll selbst entscheiden, in welchem Bündnis es sein möchte. Und das kann auch das wiedervereinigte Deutschland für sich entscheiden. Aber um den Russen ein Zeichen unserer Friedfertigkeit und unserer Verhandlungsbereitschaft zu zeigen, sagen wir belassen es auf dem Territorium der ehemaligen Bundesrepublik, bleiben unsere NATO-Partner, aber nach Osten marschieren wir nicht. Ja. Es ist ja auch bisschen so, mehr als 30 Jahre hat es gedauert und dann... Deutschland hat ja noch keinen Friedensvertrag mit den Kriegsgegnern des Zweiten Weltkrieges. Und in der herrschenden Rechtsprechung wird dann gesagt, der 2+4-Vertrag ersetzt sozusagen den Friedensvertrag. Wenn jetzt aber der 2+4-Vertrag auch geschreddert wird, dann haben wir wieder die Feindstaatenklausel der UNO, die besagt, eigentlich kann jeder andere Staat ohne Zustimmung des UNO-Sicherheitsrates in Deutschland einmarschieren und die Kriegshandlungen von 1945 fortsetzen. Der vier Siegermächte. De jure. Also die Russen könnten jetzt sagen, ihr habt den 2+4-Vertrag kaputt gemacht, damit ist die Feindstaatenklausel wieder in Kraft, damit können wir auch Deutschland angreifen. Es gibt ab und zu russische Journalisten, die in die Richtung gehen. Ich denke auch nicht, dass es schnell passiert, aber man spielt hier in Berlin mit dem Feuer. Das ist doch der entscheidende Punkt. Wir sind uns einig, das wird jetzt nicht gleich zum Aufmarsch der russischen Armeen kommen. Aber die Tatsache, dass wir uns selber ins Unrecht gesetzt haben, dass wir selber einen so wichtigen Vertrag gebrochen haben, das zulassen, das spielt doch jedem russischen Argument in die Hände. Und das ist immer eine schlechte Verhandlungsposition. Darüber scheint man sich aber in Berlin überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Und dieses Aufblasen, heute oder gestern hat der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Herr Kahl, verlautbart, Russland sei also bis 2030 in der Lage, die NATO anzugreifen. Das sind jetzt noch 6 Jahre. Das ist das Erstaunliche, dass immer von der russischen Seite philosophiert wird, wann die zu welchen furchtbaren Grausamkeiten in der Lage wären. Was machen wir gerade? So, wir rüsten auf. Wir kaufen neue Kampfflugzeuge. Wir wollen Raketen in Deutschland stationieren. Und wir verlagern eine starke maritime Kraft in die Ostsee. Früher, ich kann mich erinnern, in meiner Zeit war auf der Ostsee so gut wie kein amerikanisches Schiff zu finden. Die Baltische See, die hat man den Deutschen überlassen und den Dänen vielleicht ein bisschen, Skagerrak und Kattegat. Und damit war die Sache geritzt. Man blieb in der Nordsee und hielt die Ostseezugänge unter Kontrolle. Jetzt schippern amerikanische Kriegsschiffe durch die Ostsee. So, was bedeutet das denn alles jetzt mal aus Moskauer Perspektive? Das ist doch eine Provokation. Die Entfernungen sind nicht sehr groß. Von Rostock nach Kaliningrad sind es ein paar hundert Kilometer. Das heißt, je näher man sich rückt, desto gefährlicher wird die Situation.
Übrigens auch, wir hatten es während des Kalten Krieges, es gab zweimal ernsthafteste Situationen, wo einfach aus einem Missverständnis heraus die Lage hätte eskalieren können. Zweimal gab es das, mindestens zweimal, nachweislich. Wenn wir jetzt so nah aufeinander und zueinander rücken, im negativen Sinne, im feindlichen Sinne, ist die Gefahr, dass irgendwas schiefläuft, was missverstanden wird, etc. Bei den kurzen Vorwärmzeiten, die man bei den Distanzen, ich habe es gesagt, ein paar hundert Kilometer nur hat, dann wird es gefährlich. Dass man in Berlin darüber nicht nachdenkt, dass auch einer Pistorius, der nur weiß, was er zur Verfügung hat, nicht nachdenkt. Und das vor dem Hintergrund, was wir pausenlos hören, wir haben keine Munition, unsere Panzer haben wir alle verschenkt, unsere Luftwaffe muss neu organisiert werden, beziehungsweise braucht neue Flugzeuge, der Tornado ist uralt, etc. etc. So, das sind alles Dinge, wo auf der einen Seite die Bundeswehr gar nicht kampftauglich ist und wir aber schon so tun, als hätten wir in den letzten Jahren nichts anderes gemacht, als so mächtig aufgerüstet, dass wir mit solchen Schultern dastehen können. Unsere Schultern sind sehr schmal, unsere Verteidigungsfähigkeit ist sehr klein. Ja, liebe Zuschauer, man hat wirklich den Eindruck, Deutsche und Russen sollen wieder aufeinander gehetzt werden. Das darf nicht passieren und ich hoffe sehr, dass das Volk, insbesondere auch die Bevölkerung von Rostock und Umgebung, auf die Straße geht, um diesem Wahnsinn die rote Karte zu zeigen. Jedenfalls unser Sender Kompaktmagazin, wir sind eine Stimme des Friedens und wir werden nicht nachlassen in der Aufklärungsarbeit, wenn Sie uns unterstützen wollen. Wir haben ja im Augenblick dank Frau Faeser kein Spendenkonto. Bitte kaufen Sie zum Beispiel diese Drohsparmünze in unserem Shop ein. Damit werben Sie für die deutsch-russische Freundschaft und Sie tun unserem Sender, der Sie gratis mit Inhalten versorgt, im Gegenzug etwas Gutes, damit wir weiter in der Offensive bleiben können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, lieber Paul. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Warum die deutsche Jugend rechts wählt? Die Frage habe ich in den letzten Wochen von vielen Journos gestellt bekommen. Einige Antworten gibt die neue Kompaktausgabe. Unsere hübsche Candy ist auf dem Cover der Ausgabe Neue deutsche Jugend, warum rechts angesagt ist. Holt euch die neue Ausgabe an eurem Kiosk oder im Online-Versand vom Kompaktmagazin. Erfahrt, wer wir von der Jungen Alternative sind. Findet raus, was die deutsche Jugend trägt, welche Szeneklamotten angesagt sind und vieles mehr. Also bestellt euch die Kompakt oder kauft sie an eurem Kiosk. Wir haben jetzt vergessen, die Silbermedaillen für die deutschen Ausgebiete Ostpreußen, Schlesien, Bauhausen. Limitierte Prägeauflage von 500 Stück. Kostet nur 75 Euro. Kaufen Sie jetzt. Außerdem aus unserer Silberkollektion noch erhältlich. Der Herr Getaler. Oder die Drohsparmedaille. Niemals vergessen.